Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks. Und heute will ich euch den neuen Centurion Action X zeigen. Wird gespielt von Prick21, hier mit seinem 10er, dem Nachfolger vom FV, in ein 9er und eigentlich sogar eher 8er Gefecht. Sein Team ist aber ein bisschen kurios. Sein Team hat einen einzigen 9er. Das Gegnerteam hat davon 4 Stück. Also ja, schon sehr kuriose Aufteilung. Also hier definitiv eher zu Lasten seines Teams, was die Aufteilung angeht. Aber das heißt ja noch gar nichts. Er kann sich ja hier noch dementsprechend präsentieren. Und ihr wisst ja, wenn ich ein Video zeige, dann in der Regel sollte das ja ganz gut sein. Jetzt schauen wir mal, was er hier treiben wird. Fahrt erstmal da hin und will hier spotten. In der Zeit, wenn er spottet, können wir uns hier den nochmal etwas genauer anschauen. Ein wirklich schniekes Teil und eben viele, glaube ich, freuen sich über den, weil gegenüber dem FV, wo ich ihn mal kurz angetestet habe, fand ich ihn sogar eine kleine Nuance besser. Aber, ja, das kann er natürlich auch immer täuschen. Hier in dem Fall jetzt hinten schon die ersten Gegner. Schöner Hit auf den LTDB. Der bekommt jetzt auch gleich auf die Nuss, da der STA. Der ging wohl aufs Laufrad. Wenn hier so ein bisschen ruhiger ist, gehe ich auch nochmal unten auf die Durchschlagswerte und so einiges ein, dass ihr auch das nochmal so ein bisschen sehen könnt. Aber aktuell ist hier einfach zu viel Action, als dass das Sinn machen würde, darauf einzugehen. Jetzt geht's aber, glaube ich, gerade. Man sieht 268 mit Normal, 330 mit Heat. Und ja, die klassische Hash, die man halt dann von den Amerikanern kennt, von den Engländern natürlich. Und der Schaden um die 390. Da unten hat er jetzt einiges, was da jetzt offen ist. M103, der AMX. Und jetzt prallt er an seinem Deckel ab, leider. Ihr seht das Modpack leider auf der Seite von ihm, beziehungsweise bei mir, noch nicht alle Panzer inkludiert. Deswegen hat er noch kein Symbol hier, also deswegen da nicht wundern. Oh, da der T-62A direkt hier neben ihm. Also hier ist unglaublich viel und da geht es unglaublich rund, was da an Gegnern so los ist. Gott sei Dank keine A-Team im Gegnerteam, sonst wäre es noch unangenehmer. Na, es ist noch sehr, sehr aufgeteilt, aber wie gesagt, der Gegner einfach mit seinen Neunern hier dementsprechend im Vorteil. Jetzt will er vielleicht versuchen, dann nochmal auf den STA zu kommen. Der STA kam aber auf ihn. Hat er Glück gehabt, dass er abgeprallt ist. Auch hier nochmal Abpraller vom Objekt. So, jetzt setzt er aber hier nach. Gibt dem Objekt da mal einen. Er bekommt hier recht viele Abpraller für den Medium. Ah, da trifft er nur kritisch. Aber wie gesagt, da ist ein schönes Stellungsspiel, schönes Deckungsspiel von beiden Teams. Ich mag solche Fights sehr gerne. Weil klar, es wird passiv gespielt, aber es gibt auch aktive Spotter und ansonsten, also so stelle ich mir das wirklich in Anführungszeichen vor, wenn es dann rund gehen soll. Jeder kann so ein bisschen was machen, jeder hat so ein bisschen was, auf was er aufpassen muss. Wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Und jetzt kommt er auch gut zum Wirken gerade. Den M103, der arbeitet hier sehr gut mit seiner Kanone. Jetzt den T-62. Auch da nochmal ein schöner Hit. 3:4 steht es aktuell. Den dürft er, genau, da nimmt er den raus und den nächsten Abpraller. Also da läuft es wirklich sehr, sehr ordentlich, das kann man ganz klar sagen. Der STA minimal, dass er nicht getroffen hat oder nicht treffen konnte. Und am Objekt prallt er ab. Aber das Objekt hat jetzt nur Augen für den T-32 gerade gehabt. Dementsprechend konnte er nochmal einen nachsetzen. Aber Objekt hat einen schnellen Reload und trifft dann hier auch. Jetzt hat er gerade
die Kette, die hat er nicht repariert. Da hat er gedacht, das wartet ab. War auch gut so. Ein Abpraller kassiert in der Zeit, aber sonst nichts passiert. Macht jetzt den Killshot aufs Objekt. Sehr schön. Jetzt kristallisiert sich hier langsam raus, dass sie hier die Oberhand haben. Mittlerweile auch der STA weg und jetzt unten der M103 weg. Sehr, sehr schönes Stellungsspiel. Hat mir, wie gesagt, hier ausgesprochen gut gefallen. Brick, Kompliment an dieser Stelle. Und jetzt will er da vorfahren Richtung T54 und T44. Auto-Aim, T44 und weg damit. 4276 Schaden schon angestellt. So, und jetzt muss er auf jeden Fall rüber und da dem Team helfen, weil da hat das Team noch riesige Probleme. Da sind noch viele Gegner, viele hochstufige Gegner auch noch. Und da jetzt der Waffenträger, da wäre jetzt eine HE schön. Aber der dürfte eigentlich gesessen haben. Ja, sieht man an den HP nur noch 190. Jetzt rausgenommen doch den T54. Da hinten jetzt der Oho. Auch hier wieder typisch britisch eine sehr schnelle Fluggeschwindigkeit der Geschosse. Ist für mich so eine ein Erkennungsmerkmal und einer der Riesenvorteile, die die Briten genießen. Das sind einfach die Kanonen. Da hat man wieder gut gesehen, er musste nicht lang vorhalten, sondern eigentlich nur auf den Gegner drauf und der Rest passiert dann schon. Aber jetzt rushen die da drüben natürlich den R100, ganz klar. Wären sie doof, wenn sie es nicht machen, aber der R100 kann sich hier wenigstens noch ein bisschen verteidigen. Zieht hier dem Gegner Schüsse raus und dem STA wäre natürlich toll, wenn er den jetzt rausnimmt. Sehr gut. Man sieht halt, wie lange die trotzdem für den R100 brauchen. In der Zeit konnte er einen rausnehmen und den anderen auf den One-Shot noch runterschießen. Und den nimmt er wohl auch raus. Ja, sehr gut. Sehr clever gemacht. Hinten haben sie jetzt eine IS-3 im Cap, um da den Gegner ein bisschen dahin zu locken. Und man sieht, es klappt gut. Da kommt nämlich schon eine IS-7. Oder ein IS-7 kommt da an. Also so ein Push und so einen Cap. Der macht teilweise schon viel aus und hilft auch, so ein bisschen zu entlasten. Jetzt will er wohl da den IS-7 klar machen. Lässt die anderen beiden da mal hinten stehen. Hat auch noch 1377 HP, das ist auch noch einiges. Besonders hinten haben sie auch noch, ja klar, ein Super Pershing ist vielleicht nicht das Obermonster, aber T-57, der kann schon was austeilen. Jetzt wird er hier gekettet und das Munitionslager wurde ihm beschädigt. Jetzt hat er das Munitionslager wieder klar gemacht. Die Kette hat er selbstständig reparieren lassen. Ah, IS-7. Ein Hit bräuchte noch der IS-7, um dann wäre er auch schon zerstört. Jetzt umfährt er ihn. Hat er, ah, das ist echt. Ah, da prallt der IS-7 ab, da hat er riesig Glück. Jetzt will er hier aufs Laufrad gehen. Macht er jetzt auch. Aber er hatte riesiges Glück, dass der IS-7 hier abgeprallt ist, muss man ganz klar sagen. Und, oh, der Waffenträger nimmt den da raus. Das wäre sein Krieger gewesen. Er bedankt sich zwar und natürlich ist es sehr hilfreich gewesen, dass er jetzt Unterstützung bekommen hat, aber der Krieger wäre mittlerweile aber sowas von verdient. Er schreibt jetzt auch Cap, weil er weiß auch ganz genau, der Super Pershing wird jetzt den VK und den IS-7 nicht zerstören können, sondern sie müssen es hier durch Cap schnell gewinnen, weil auch sie kommen nicht mehr zurück, die Gegner. Das heißt, wer jetzt zuerst in den Cap fährt, der gewinnt auch das Spiel. Und das machen sie hier. Gut mitgedacht, weil lieber die 45 Sekunden hier cappen, als da jetzt nochmal versuchen zurückzufahren und durch den Schaden das Spiel an sich zu reißen. In der Zeit haben wir auch nochmal
Aber er ist wirklich ein optisch sehr, sehr stimmiger Panzer. Finde ich sehr gut. Ich persönlich finde den Ersatz vom FV auch sinnig. Würde mich mal interessieren, was da eure Meinung dazu ist und war. Fandet ihr den FV 4202 besser? War das eher euer Ding? Oder sagt ihr, nee, der Centurion Action X, der ist schon noch eine Schippe besser? Natürlich bitte die Spieler antworten, die auch den Panzer schon mal haben. Ja, damit ist es hier gekappt worden. Und der Sieg. Und dementsprechend, jetzt wäre der Gegner eingefahren, ist natürlich viel zu spät. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Replay gefallen. Ich fand's sensationell und ich hoffe, dass ihr bald wieder zuschauen werdet. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.